ganz Depp oder was? Christian, was ist hier los, ey? Wie sieht's hier aus? Hier ist aber auch ein Gerümpel, ey. Also manchmal frage ich mich echt, ob du noch eine Tasse im Schrank hast. Aber hier sieht's auch nicht besser aus. Du hast ja auch voll viel Gras. Was liegt denn hier alles rum? ja, wir haben hier heute quasi ja die Stream 3 von Tunzu, ne? Okay. So, und als Vergleich haben wir die 6155, also die alte. Und deswegen haben wir hier eine Menge Zeug jetzt liegen. Das sind ja auch große Pumpen. So sieht's aus. Im Prinzip. Wir sind schon online hier, mehr oder weniger. Achso, ja, dann erstmal. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid richtig bei Meerwasser Live TV. Neben mir steht der Christian, mein Name ist Björn. Und wir haben ein neues Refi für euch heute. Die Firma Tunze hat uns angerufen und hat gesagt: Hier, wir haben unsere Stream 3 endlich fertig, die wir auf der Inter zuvor gestellt haben. Wir haben auch ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaltet mal ein. Ja. Und ob wir ein Video machen möchten und ob wir das euch vorstellen möchten und auch mal unsere ehrliche Meinung dazu geben wollen, das machen wir natürlich gerne. Und deswegen starten wir jetzt mit dem Video zur Tunze Stream Nummer 3. Genau. So kommt es an. Ja. Ne? Die neue. Das ist die alte. Auch ein ganz neues Design. Viel schöner. Ja, zeitgemäßer, bisschen technisch. Aber lustigerweise, ich finde, der Formfaktor der Verpackung, der zeigt doch so schon ein bisschen, in welche Richtung es bei der Pumpe geht. Ja, klar. Ja, früher die Kugel, ne? Mhm. Den Handball hat jeder gekannt. Ja. Quasi, ne? Ist ja auch öfters mal kopiert worden, sag ich mal, vom Design her. Hier hängt sie? Genau, da hinten. Ist eine Legende. Ist eine Legende. Ja. Ja, aber ich stelle die mal weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Und das ist die neue. Ist jetzt und das länglich. Ist quasi die neue. Aber bevor wir auf die neue eingehen, lassen wir erstmal hier Platz machen. Ja. Ist ja abnormal. Ich stelle das mal weg. Aber hier. Aber wieso haben wir das dann liegen, ne? Ja. Und zwar. Das ist das neue Netzteil, alte Netzteil. Das heißt, auch das Netzteil ist schon mal um die Hälfte geschrumpft. Ist immer gut. Haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz wieder im Technikschrank. Und jetzt auch definitiv mehr Platz hier auf dem Tisch. Aber ich glaube, jetzt sieht man die Pumpe nicht, weil der Halter vom Handy da. Da kommen wir später noch dazu, was genau damit auf sich hat. Ja, wie schon gesagt, der Formfaktor hat sich geändert von Kugel auf längliches Lichtschwert, Mikro-Design. Ja. Sieht, liegt gut in der Hand. Sieht futuristisch aus, also auf jeden Fall sehr modern. Liegt gut in der Hand, muss ich aber gar nicht. Doch, beim Auspacken und Einbauen. Ja. Ja? Hochglanzgehäuse, sieht auf jeden Fall edel aus. Gut, wird man natürlich im Meerwasserbecken jetzt nicht so lange Freude am Hochglanz haben. Da wird schnell, wenn sich Kalkrotalgen drauf niederlassen. Ja. Ansonsten, Christian, gehen wir mal darauf ein, was überhaupt dabei ist, oder? Genau, was gleich auffällt, dass der Korb hier vorne im Prinzip ein Loch hat. Ne? Mhm. Das ist darauf, kann man entweder sich mal schnell kämmen, wenn es nötig ist. Aber man hat eben noch diese verschiedenen Aufsätze, die drauf machen kann. Also man kann sie eben entweder hier mit diesem Korb betreiben, ne? Dann hat sie eher einen Ring. Also das muss ich immer drauf machen. Genau. Das ist quasi der Grundkorb. Genau, den kann man aber auch so betreiben. Ja. So, dann hat sie eher so eine ringförmige Strahlung. Strömungsbild oder man kann eben diesen... Ja, eben machst du hier noch den großen Palaver und jetzt hältst du es selbst hinter das Handy. So, dann kann ich eben diesen Aufsatz machen, diesen Gitteraufsatz. Dann wird es ein bisschen homogener. Ja, kann man einfach hier reindrücken. Mach mal. Ich habe jetzt noch eine andere Sache. Muss man ein bisschen aufpassen, dass dann auch alle wirklich rausgucken. Macht man ja nicht jeden Tag, aber geht auch relativ flott. Ja. Was mir aufgefallen ist, das ist relativ schwer, das Ding jetzt abzubekommen, wenn es schon hier drauf montiert ist, also im Becken. Mhm. Ist einfacher, wenn du den Korb dann komplett abmachst und drückst dann so von innen so ein bisschen dagegen. Ah, dann kannst du dann besser abziehen. Raus. Genau. Ja. So, und wer die Pumpe nicht horizontal einbauen will, sondern will sie vertikal einbauen, will aber trotzdem nicht eine Fontäne im Wohnzimmer haben, der macht eben den Grundkörper drauf und den Umleit. Das Umleit-Triebwerk hier. Ach, guck mal, ich kann es auch. Super. Ja. Da wird es halt ein bisschen länger, ne? Aber da. Jetzt kann man sie schön verstecken. Da kann man sie eben zum Beispiel in diesem Reef-Block auch toll verstecken, den es von Tunze gibt. Dann fällt es überhaupt gar nicht mehr auf. Was ich gut finde, dass die Streben hier relativ massiv sind. Ja. Ne? Wenn es zu filigran ist und man nasse Finger hat, dann hat man ruckzuck mal was abgebrochen. Die halten aber auch echt gut was aus, muss ich sagen. Also wir haben jetzt auch schon ein paar Mal damit rumgespielt. Die sind sehr robust, kann man auch ein bisschen verbiegen, passiert nichts. Ja, so viel dazu. Was ich noch sagen will, ja, zeig mal den Verhüterli. Genau, hier noch, oder ist noch ein Badekappe. Verhüterli dabei. Den kann man eben hier zum Beispiel drüber ziehen. Da oder halt auch hier drüber ziehen.
Ne? So. Ja, ich glaube, so ist es eher gedacht, Christian. Ja gut, aber geht auch da. Ja, das war natürlich Quatsch, weil da kommt das Wasser raus. Ja, da hast du wohl recht. Also, sprich quasi hier drüber. Ach, das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, wenn ich halt besonders kleine Tiere im Becken habe und Sorgen habe, dass die in die Pumpe kommen könnten. Genau, oder auch mal eine Anemone frisch eingesetzt oder eine Anemone schwimmt ja rum. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass dabei ist. Ist jetzt aber auch nicht das Thema des Tages, deswegen weg damit. Also, was ich noch sagen wollte, wir kommen später nochmal zum Thema Lautstärke von der Pumpe. Mhm. Und da will ich schon gleich mal sagen, die Pumpe ist am leisesten, wenn man die so betreibt, also ohne diesen ohne diese Aufsätze, weil klar, hier störe ich quasi die Strömung damit. Hab dann wieder Geräusche durch das Wasser. Ja. Und das Gleiche gilt hier, auch mit diesem Gitter habe ich lautere Geräusche von der Pumpe. Das heißt, wenn ich viel Wert auf eine ruhige Pumpe lege, dann sollte ich sie möglichst so betreiben. Ist auch nicht schlimm. Also Thunse sagt das eindeutig, dass man die so benutzen kann. Die sagen auch, damit wird es ein bisschen lauter. Ja. Steht alles in der Beschreibung so drin. Ja, also da in der Regel passiert da nichts. Das Ding, das dreht ja wie verrückt. Ja. In der Regel schwimmt da keiner rein. Thunse hat auch gesagt, sie hätten es viele Monate betrieben im richtigen Becken und da wäre nicht ein einziges Tier mal reingeschwommen. Ja. Was natürlich auch hier cool ist, bei Feed Mode oder so, dann dreht es sich noch ganz langsam. Das sehen wir nachher nochmal. Ja. Und deswegen, selbst da wird kein Fisch jetzt erstmal reinschwimmen. Ne? Wer halt auch den ultimativen Flow braucht, ne? Wer das letzte noch rauskitzeln muss, damit er hier sein Becken richtig durchströmt hat oder ja, durchströmt bekommt, der lässt eben diese Kappen ab, weil die bremsen auch noch ein bisschen was. Ne? Ja, das klar, stimmt. Ansonsten, was auch noch dabei ist, sind hier Saugnäpfe und da muss ich sagen, die sind richtig gut. Die habe ich jetzt schon auch mittlerweile schon bei anderen Produkten von Thunse gesehen. Die sind jetzt nicht ganz neu auf dem Markt, aber schon relativ neu. Früher hatten wir, ich mache es jetzt mal ganz kurz ab, solche großen Dinger hier. Mhm. Da waren diese komischen Klebepads da mit drauf, die man noch draufkleben musste. Ja, ja. Ja, hat seinen Zweck erfüllt, aber ich muss sagen, diese neuen Saugnäpfe, und das ist genau der Punkt, die sind besser, weil die saugen sich halt auch noch dran. Das kannst du ja mal zeigen, Christian. Ist ja auch ein Magnet, ne? Also nicht nur ein Saugnapf. Och Mann, jetzt muss ich die Hand doch wieder nass machen. So. Ja. Aber so saugen sie nicht. Nee, das ist nur eine Unterstützung. Okay. Das ist nur zur Fixierung. Damit du nicht hier die Pumpe dann als Algenmagnet nutzt und weißt du, wie ich meine? Ja, ja, okay. Das ist nur zur Fixierung, zur Unterstützung und das hält echt bombenfest. Also wir halten fest, es ist jetzt kein Saugnapf. Nein, das ist gut. Ein Magnet mit einer Saugnapffunktion so ein bisschen. Okay, gut. Ja, unterstützend. Das kann ich unterschreiben. Das kannst du durchgehen lassen. Ja. Okay. Nee, was ich noch sagen will, was vielleicht an der Stelle auch noch ganz gut passt, bei der alten Stream konnten wir Gläser bis 20 mm nutzen, also Aquariengläser. Ja, das stimmt. Das heißt, dieser Magnet, der ist ein bisschen schwächer, der hat nur noch 15 mm. Trifft aber trotzdem auf die meisten Becken zutreffen oder reichen. Was ist auch noch dabei bei der Pumpe? Natürlich ein Controller, das ist der altbewährte Controller. Ja. Der hat sich auch bewährt, sag ich mal. Der funktioniert super. Ist easy zu bedienen. Genau, den hat man auch gleich verstanden. Ne? Ja. Und was noch genial ist, du hast hier direkt 5 Meter Kabel dran. Ne? Ja. Also bei der 6155 hat es auch schon die 5 Meter. Bei der ist es auch wieder 5 Meter, weil es ist einfach genial. Eigentlich genial, aber schon ein bisschen zum Leidwesen, weil ich habe hier gerade zwischen meinen Beinen 10 Meter Kabel hier liegen. Das ist dann, also so Längen bin ich dann doch nicht gewohnt, ja. Also. Ja. Gut. ansonsten, was wir noch vergessen haben, Christian, wir haben hier so Entkoppler dran. Silencer, ja. Genau, und die hatten wir auch schon mal an anderen Punkten gesehen, also auch die, bei den Nano-Streams ist es, glaube ich, auch teilweise verbaut. Ja, die hat auch hier. Stimmt, bei der ist es auch schon dran, ja. Genau. Gibt sich ein bisschen länger, aber die hat es eben auch nochmal zusätzlich zur Entkopplung. Ja. Ja, das ist jetzt eigentlich alles zum Design und was so dabei ist, oder? Genau. Ja. Dann kommen wir dann mal auf die Technik. Kommen wir zur Technik, ja? Genau. Komplett was, anders. Das ist die Innovation. Wo ich immer verzweifle, wenn ich in meinem Nanobecken zum Beispiel die Pumpe in Becken ausbauen will, weil ich dann nicht die ganze Abdeckhaube abbauen will und so. Und dann bin ich zu faul, das alles abzubauen und mache das dann im Becken. Ne? Und dann hast du das Gefummel wieder auf die Keramikachse. Aha. Ach, was ja, und durch diese neue Erfindung jetzt hier, haben wir dieses Gefummel mit der Keramikachse nicht mehr. Das stimmt. Ne? Wobei, die kann auch nicht brechen. Die kann nicht brechen, ja. Ja?
Sollen wir es mal ausbauen? Ja, mach mal. Machen wir mal. Jetzt habe ich schon den Korb drauf gemacht. Dann musst du so drücken jetzt auf allen vier Punkten. So. Also, wie bei normaler Strömungspumpe auch, ist hier eben der rote, den können wir rausziehen. Wir machen den Laden hier mal weg. Ja, das ist gut. Was aber gleich auffällt, hier guckt vorne keine Achse raus. Ne? Mhm. So, wenn ich jetzt hier das Ding rausziehe, fällt hier hinten direkt mal so ein weißer Murmel auf. Ne? Das ist eine Keramikkugel, ja, die hier drin ist. Mit Spezialkunststoff. Mit dem dazugehörigen Gegenlager. Das kann man rausnehmen, weil man es bei Gelegenheit auch tauschen könnte, wenn man das wollte. Und dadurch sitzt die hier quasi punktuell auf. Ne? Ja, und das ist eigentlich der einzigste Punkt, wo dieser Rotor die Pumpe berührt, also das Gehäuse. Ja, ja. Denn wir haben in der Pumpe, so wie wir es damals auf der Interzoo schon gezeigt bekommen haben, ein Magnetfeld, in dem dieses Teil hier quasi zentrisch schwingt. Genau, dadurch wird er in der Mitte quasi stabilisiert, zentrisch, und hat dann den Wasserfilm vom Aquariumwasser außen als Polster. Ja. Und das Ding dreht sich dann wie die Luzi. So, jetzt haben wir zwei große Vorteile dadurch. Erstens, ja, theoretisch sogar drei. Erstens, wir haben, es dürfte weniger Verschleiß für die Pumpe bedeuten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Pumpe langlebiger sein wird. Das kann man natürlich jetzt nicht testen. Ich muss dazu sagen, die Turbelle, ich habe die auch jahrelang im Becken betrieben. Teilweise 8 Jahre ohne einmal zu wechseln. Ne? Ja. Ich will nicht wissen, wie lange die laufen wird. Also, wahrscheinlich kannst du die Leben lang laufen lassen. Die hat hier auch 5 Jahre Garantie. Echt? 5 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Ja, 5 Jahre ist echt eine Menge. Ja, was bringt dir die 5 Jahre, wenn du es nicht in Anspruch nehmen musst? Die werden schon wissen, warum sie 5 Jahre geben. So. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe noch die 2 anderen Punkte. Also erstens, du hast weniger Verschleiß. Ja. Zweitens hast du weniger Reibung. So, deswegen hast du weniger, deswegen hast du ja weniger Verschleiß, aber deswegen hast du auch weniger Geräuschentwicklung. Und weniger Abrieb im Becken? Wenn Reibung weit ist hergeholt. Hast du dir schon recht, aber hast du weit hergeholt. Ja. Und der dritte Punkt wäre noch, dass es dadurch, dass wir weniger Reibung haben, theoretisch auch stromsparsamer ist. Was in dem Fall aber nicht der Fall ist. Wir haben den gleichen Stromverbrauch wie vorher bei der Turbelle. Also Thunze hat hier nicht einen Schwerpunkt drauf gelegt, Strom zu sparen, sondern man ging hier mehr auf dieses neue Konzept der Langlebigkeit und auch der Lautstärke-Reduzierung. Das werden wir dann später noch sehen. Ja, guter Punkt. Worauf man beim Zusammenbau jetzt achten muss jetzt, und zwar, wenn man hier dieses Lager reinschmeißt, ja, es muss auch mit der Mulde natürlich nach oben zeigen, ne? Weil das da ist halt nachher ein bisschen Glück, die Kugel auch drin sitzen muss. Das heißt, mal rein. Man muss es jetzt quasi hier reinwerfen und dann ein bisschen schauen. So, jetzt liegt sie falsch schon drin. Jetzt liegt sie richtig drin. Wie Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Wie Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Nee, jetzt liegt sie richtig drin. So, jetzt kommt hier. Jetzt können wir das Teil da wieder reinschieben. So, jetzt hat sie noch einen Widerstand hier. Ja. Ne? Und jetzt muss man hier schon ordentlich dagegen drücken. Ein bisschen drücken. Ja. Ein bisschen, also schon. Also man muss es wissen, weil sonst traut man sich nicht, zusammenzubauen. Hat man Angst, man macht es kaputt. Genau, genau. Aber man muss ja wirklich bündig hier, dass dieser breitere Körper komplett drinne steckt im Gehäuse, reindrücken. Und deswegen widerspreche ich dir auch. Also ich bin der Meinung, dass das im Wasser zu machen nicht so komfortabel ist. Weil du vorhin gemeint hast, das wäre bei den alten Pumpen so umständlich gewesen. Ja, wegen der Achse, dass man sich abbricht. Ja, also ja, hier da hast du recht. Aber das mit dem Reindrücken hier im Wasser, das mache ich dann auch lieber außerhalb vom Wasser. Geht aber auch. Das ist meine Meinung. Ja, ja, jeder darf seine Meinung haben. Ach, das ist aber großzügig. So. So. Ja, so viel zur Technik. Ich meine, viel mehr müssen wir da eigentlich auch gar nicht drauf eingehen. Jetzt könnt ihr alles auch auf der Thunse-Seite lesen, wenn ihr euch genau dafür interessiert, wie das gute Teil funktioniert. Kommen wir mal zu ein paar Daten. Christian, wie viel Liter macht die überhaupt? Die macht 2.500 bis 15.000 Liter pro Stunde. Ja. Okay. Klar, ist regelbar. Stromverbrauch haben wir schon gesagt. Die nimmt, ja, 50, nimmt sich 50 Watt zur Brust. Genau. Genau. Hatten wir auch vorher schon. Also die alte konnte auch 15.000, ja, Liter die Stunde. Das heißt, da hat sich auch nichts geändert. Und das ist auch der Grund, warum wir sie nachher schön vergleichen können, die Pumpen. Wir gucken nämlich nachher mal, wie laut die alte war und wie laut die neue ist. Ja. Die haben die gleichen Kenndaten im Prinzip. So sieht's aus. Ja, dann lass uns doch gleich mal probieren, oder? Meinst du? Ja. Wollen wir es direkt machen? Ja, komm. Auf dann. Dann schwingen wir das Teil hier wieder rein. Du hast hier das jetzt hier? So. Also wir machen jetzt Folgendes. Ich hänge jetzt erstmal die Pumpe hier wieder rein ins Becken. Ja, ich richte mal aus.
So. Wir haben hier nur so ein 2 mm Aquarium, also was die Beckenglasstärke angeht. Jetzt bloß nicht den Magnetschnorren, ey, sonst ist das Becken. Ich hatte vorhin schon meinen Finger dazwischen. Das macht keinen Spaß, das sag ich dir. Es ist halt nicht konzipiert, so eine 15.000 Liter Pumpe für so ein 60 Liter Becken. Genau, das können wir gleich dazu sagen. Durch dieses kleine Becken, ne, ist die Lautstärke, die wir jetzt hier messen, nicht repräsentativ. Also im großen Becken. Also wir haben es am Showtank schon getestet und da ist es wesentlich leiser. Genau, da ist es auf jeden Fall einiges leiser, beziehungsweise da bei hören wir die... Natürlich. Die eine Pumpe, ich sag jetzt nicht welche, die hören wir eigentlich gar nicht. Das verraten wir nicht. Ja. Auch im Pulsbetrieb. Hm. Ne, das ist ja die Königsklasse. Das stimmt. Ne? Also gerade da wird es nervig bei vielen Pumpen. Viele Pumpen, die hört man nicht und dann, wenn du dann anfängst hier Wave-Modus zu machen und dann hörst du die ganze Zeit ja, das ist dann schon auf die Dauer, wenn du nebendran ein Buch lesen willst oder so. Lustig. Da ist man auch mal geneigt, einen Feed-Mode anzuschalten. Ja. Oder so. Auf konstante Strömung. Also, ihr seht schon, das. Jetzt dreht sie sich ganz langsam. Wir haben jetzt beide im Feed-Modus, damit wir jetzt mal Ruhe haben. Ja. Was wir jetzt noch sagen müssen, ist das mit der Lautstärke. Ne? Das, was wir jetzt hier angezeigt bekommen, das ist nicht repräsentativ. Habe ich gesagt. Hast du schon gesagt? Ich ja. War eben so beschäftigt mit dem Aufbau. Ja, genau. Deswegen habe ich dich eben so angeguckt, weil ich habe irgend sowas gehört im Hintergrund. Ja. Also es ist erstmal nicht repräsentativ, weil das Becken halt viel kleiner ist. Ja. Und deswegen. Die Messung halt auch nicht. Und die Messung ist jetzt auch nur einfach nur zum Visualisieren ja. Für euch, weil man das Mikro halt so ein bisschen nicht ein Gefühl dafür kriegt. Nicht so hört, genau. Ja. Das ist jetzt kein Hightech-Messgerät, das ist jetzt einfach nur mal so ein Dezibel-App auf dem Telefon. Ja. Das Mikro ist gut, ne? Aber was die App kann. Ist nicht das iPhone-Mikro, wir haben da ein externes Mikro angeschlossen, das genau. Schon einen sehr hohen Frequenzbereich auch aufnimmt. Ja. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, weil der Christian das eben schon gesagt hat, dass das Becken sehr klein ist, haben wir uns dazu entschlossen, diese Demonstration jetzt nur mit 50% Leistung zu machen mit beiden Pumpen. Wir starten es jetzt mal. Wir nehmen mal die alte. So. Ja, Mittelwert von 40, sagt er jetzt. Ja. Dezibel. Wie gesagt, sind keine absoluten Werte. Ist es nicht so, dass diese Pumpe jetzt 40 Dezibel hat. Muss man immer im Hinterkopf behalten. Ja. Das Geräusch ist so, man hört es deutlich. Hier im Studio, ist auch sehr, sehr ruhig hier, ist ein eher hochfrequentes Geräusch oder ein mittelfrequentes, frequenter Ton. Ja, es ist nicht so mega. Ich würde nur sagen, wie, so, wie wenn du an der Ampel stehst und es steht so ein 50-Kubik-Roller neben dir. So ein bisschen nur die Tonlage. Ja, aber ja, da ist er schon, aber von der Tonlage her meine ich jetzt. Ja, ja. Nee, weil wir wissen beide, was jetzt passiert. Jetzt wechseln wir nämlich mal. Ist schon an? Ja. So. Wir haben jetzt einen Mittelwert von 35 Dezibel. Wobei jetzt einige Wassersprudler dabei waren. Ja. Vorhin war so einiges leiser nochmal. Ja, also sie ist auf jeden Fall leiser. Das ist ja. Unser Ergebnis, das wollen wir euch auch zeigen. Und der Ton ist auch wesentlich angenehmer. Wir haben jetzt nicht mehr diesen höherfrequenten Ton, sondern das ist ein sehr tiefer Ton. Mhm. Ist aber auch kein Brummen, sondern das ist eher so ein Wasser. Ja. Das ist Wasser, denke ich mal, was sich da bewegt am Propeller. Genau. Also es ist. Also wer sich die Illusion macht, der jetzt sich eine Pumpe vorstellt, die man nicht hört, das ist es nicht. Man hört die Pumpe, eindeutig. Ja. Man hört aber jede Pumpe und sie gehört definitiv mit 15.000 Liter pro Stunde zu einer der leisesten Pumpen, die ich bisher gehört habe. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe noch keine leisere gehört. Ja. Ja, auch nicht im Wave-Modus. Ich glaube auch nicht. Ja. Das können wir auf jeden Fall Drost so stehen lassen. Ja. Mit dem neuen Lagerungskonzept. Da haben sie richtig was rausgehauen. Ne? Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Jedenfalls nicht zu viel Dezibels. Ja, aber wir haben jetzt ja schon hier die Strömung am Start, die Steuerung am Start. Dann können ja. Wir gleich noch ein bisschen von der Steuerung erzählen. Also wir haben jetzt ja nur die neue laufen. Die Steuerung ist so aufgebaut, dass wir drei Drehregler haben. Oben können wir die Hauptpower oder Mainpower, nennen sie es,
bis 100% drehen. Wir haben es jetzt auf 50. Hier unten können wir den unteren Beinen können wir generell den Puls einstellen. Also wenn wir eine Wellenbewegung simulieren möchten, zum Beispiel im Becken. Wir haben verschiedene Modien. Das Gerät kann sich auch wie die alten Turbellen selbst justieren. Mhm. Das heißt, man schaltet hier auf Auto-Adjust und dann fährt diese Pumpe verschiedene Frequenzen durch. Verschiedene, die Längen der Pulse, die werden auch unterschiedlich angefahren. Und man kann dann selbst feststellen, welcher ist der perfekte Puls für mein Becken und kann das dann festlegen. Jetzt putzt schön, aber man merkt das echt nicht so. Also das ist echt ein vergleichbarer, angenehmer Ton, wenn man von angenehmen Tönen bei Pumpen sprechen kann. und ansonsten haben wir hier oben halt den Food-Timer und der ist echt gut gelöst. Die Pumpe bleibt sofort stehen und dann fängt sie nach einigen Sekunden an, leicht rückwärts zu drehen, mit einem aber wirklich minimalen Tempo. Ja. Das heißt, Strömung haben wir jetzt gar keine mehr. Mhm. Bei manchen anderen Pumpen haben wir dann noch so eine kleine Minimalströmung. Aber das ist wirklich gar keine Strömung mehr. Das ist nur, um wirklich Fische, Schnecken und etc. wegzuhalten vom Ding. Du bist genervt, ich labere dir zu viel, ne? Nee, alles gut. Tut mir leid, Christian. Hier oben ist gleich ein Bier von mir. Hört sich gut an. Hier oben ist auch noch ein Anschluss, ne? Ja. Wozu ist der da? Eine Buchse. Der ist zu der. Eine Buchse, genau, eine Unterbuchse. So, hier ist nämlich noch ein Kommunikationskabel quasi. Genau. Das ist jetzt auch mal ganz schön, dass wir euch das zeigen können. Ihr könnt mehrere Controller miteinander verbinden und dann habt ihr quasi einen Master und Slaves. Das heißt, ihr müsst nur an einem einstellen und die anderen Pumpen machen dann das, was hier eingestellt wird. Ja. Und was wir jetzt mal zeigen möchten, das funktioniert sogar mit der alten. Also du kannst, dadurch, dass sie die beiden gleichen Controller haben und auch die gleiche Funktionsweise, was das Programm angeht, kann ich jetzt hier auf... Ich stelle jetzt mal hier die alte auf external control, also externe Steuerung. Und jetzt kann ich hier, wenn ich jetzt hier Food Timer drücke, auch bei der neuen Stream 3, geht auch die alte Stream 2 aus. Ja. Also ich steuere jetzt mit einem Controller beide. Ja, ist super simpel einfach gemacht. Ja, und die Erweiterung ist natürlich, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken oder wer... Controller. Auf der Interzo aufgepasst hat. Die Jungs oder das Team von Thunse plant ja gerade eine Steuereinheit. Ja. Der große Aquarium. Hieß es, glaube ich. Genau. Eine Aquariumsteuereinheit. Und damit kann man eben auch dann hier die Turbells bzw. die Streams steuern. Zentral. Das Kabel, was wir jetzt hier benutzen, das ist nicht dabei. Das kann man sich im Zubehör für ein paar Euro holen von Thunse. Ja. Ist aber, wenn man mehrere davon hat im Becken. Sicherlich eine sinnvolle Anschaffung. Ja, gerade wegen dem Feed-Modus. Ja, genau. Schon nett. Ja. Ja. Das war im Prinzip das zur Steuerung, ne? Ja. Ja, was ist noch extra? Also was hat Thunse noch da reingepackt? Ne? Ich meine, sie haben jetzt eine neue Technik. Neues Design. Neues Design der Packung. Ja. Und haben sich verschiedene Aufsätze überlegt. Auch neu? Alles neu. Alles neu. Alles neu. Ne? Sie ist leise, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Und jetzt ist noch eine LED-Anzeige dran. Ja. Total krass. Ja, ist krass. Ja. Wir haben vorne so kleine Dioden dran, auf der Vorderseite der Pumpe. Ja. Und da sind kleine Punkte, weiße. Und die stellen einen Binärcode dar. Mhm. Also der Binärcode, wer es nicht kennt, ist das, was wie der Computer rechnet. Das heißt, der Binärcode besteht nur aus Einsen und Nullen. So sieht es aus. Und du kannst anhand der Codierung, also es sind... 4 oder 5 Lämpchen, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es sind 5, oder? Ist auch egal. Ja. Je nachdem, wie viel oder welche von denen leuchten, gibt es eine Tabelle in der Bedienungsanleitung. Da kann ich dann gucken, okay, dieses Leuchtschema bedeutet das. Und dadurch kann ich einen Fehler ablesen. Also genau. Der sagt dann, Pumpe trocken gelaufen oder Rotor kann nicht mehr drehen oder was auch immer. Ja, wobei für so die Störung an sich. Geht eine rote LED an. Mhm. Die zeigt auch an, wenn sie sich komplett ausgeschaltet hat. Ne? Mhm. Also wenn die ausgeht jetzt, versucht sie alle 60 Sekunden einen Neustart. Mhm. Ne? Weil könnte ja die Schnecke wieder rausgewandert sein. Zum Beispiel. Das ist ganz gut, bin ich nicht ganz so aufgeschmissen, wenn ich jetzt wirklich mal im Urlaub bin oder so. Ja. Und das ist eine coole Sache. Und das zeigt ihr auch über die Farben an, von farblich nochmal und eben halt noch
wenn es tiefer geht, eben über diesen Binärcode. Ja, und sie zeigt eine Lebensdauer an. Wie lange ist die Pumpe gelaufen? Okay. Ja, und sie kann quasi über die Lampen vorne 63 Monate darstellen. Waren es 63 oder 53? 63 waren es. 63 Monate waren es, glaube ich. Ja, und insofern, wenn irgendwann mal alle LEDs an sind und ihr kauft so eine Pumpe, dann wisst ihr, okay, die ist auf jeden Fall schon mal ihr das Maximum, was die Alters-LED anzeigen kann, gelaufen. Ne? War okay. Auch ganz cool. Ja, ja, und also wie gesagt, so sieht auch Thun zugleich. So eine Pumpe kommt zurück, ne? Guckt drauf, leuchten, nur drei Balken, alles klar, ist Garantiefall. Hm. Aber das werden sie nie sehen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Nee, also insgesamt, ich glaube, wir sind jetzt, was haben wir schon gesagt, was es kostet? Nee, haben wir nicht. Nee. Das gute Ding kostet 292,50 Euro im UVP. Aber mit Controller. Mit Controller, mit ja. den ganzen Aufsätzen. Also dafür, dass da so viel Neues drin steckt. Es gibt ja viele Hersteller, die im Moment hingehen und Bestehendes auf den Markt nehmen und versuchen nachzubauen oder einfach nur umzulabeln und hauen es dann als eigenes Produkt auf den Markt. Und Thunse macht das nicht. Die haben sich hier hingehockt und haben da entwickelt. Da wurde eine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ja, finde ich echt klasse. Und was ich aber jetzt so unbedingt loswerden muss, ne? Designed and made in Bavaria. Ist wirklich so. Ne? Ja. Die Pumpe wird komplett in Deutschland gefertigt und auch verpackt. Also ich hab das mal hinterfragt. Also das ist wirklich so. Also das Netzteil kommt aus China. Ja, gut. So wie jedes Netzteil heutzutage. Und da sind Neodym-Magneten drin, die kommen auch aus China. Geht nicht anders. In Deutschland haben wir kein Neodym. Und der Rest, der kommt, soweit ich weiß, komplett auch wirklich aus Deutschland bzw. aus Bayern. Also zum Beispiel die Platine, die hier eingebaut ist, die wird, ich glaube, 10 Kilometer vom Thunzer Hauptquartier zusammengelötet. Ja. Und der Kunststoff, der da verbaut ist, der kommt aus Deutschland und Belgien, meine ich, also BASF und welche Firma, Bayer war es noch. Also da sind auch gute Materialien verbaut worden, nicht 0815 Zeug. Ja. Hier hat man echt auf Qualität gesetzt und da kann man wirklich getrost sagen, das ist made in Germany, ein Qualitätsprodukt. Und ich glaube auch die Qualitätssicherung nach dem Zusammenbau der Pumpe und so ist relativ hoch. Ja, das siehst du bei jedem Thunse-Produkt, was du auspackst, ist ein Zettel drin, ein kleiner Beipackzettel, wo drauf steht geprüft von, da steht eine Nummer, eine Mitarbeiternummer, muss ja anonymisiert sein, steht da drauf. Dann kann man genau gucken, also die wissen dann genau, wer hat das geprüft. Und dementsprechend funktioniert dann die Qualitätskontrolle auch ganz gut. Wenn dann die Pumpe zurückkommt und dann... Aber ich weiß aus erster Quelle, der Felix Thunse prüft im Moment jede einzelne von den Stream 3s, die rausgeht, selbst. Ich weiß. Ja, aber die doch nicht. Ach so, okay. Ja, nee, also ihr merkt, wir sind ganz angetan von der Pumpe. Ich finde das einfach wirklich klasse, dass in der Zeit, wo so viel nachgebaut wird, so Innovationen und Forschung betrieben wird und das auf den Markt gebracht wird. Ich hoffe und ich wünsche es, Thunse, dass sie damit einen großen Erfolg haben und dass es auch weitergeht, dass diese Produkte weiterentwickelt werden und dann auch in Zukunft tolle Produkte rauskommen. Das ist meine Meinung, die ich dazu sagen kann. Weißt du, was ich dazu sage? Und ich finde den Preis mit 292 Euro auch total fair, muss ich sagen, für den 15.000 Liter pro Stunde Pumpe. So. Wisst ihr was? Ja. Weißt du was? Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, ich weiß es. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, wirklich diesem Produkt den Golden Coral Award zu verleihen, weil das ist einfach eine Herzensangelegenheit von dem Herrn Thunse gewesen, diese Pumpe erfolgreich zu produzieren und zu entwickeln. Und ja, das hat es halt einfach verdient. Ich glaube, es ist das erste Produkt von Thunse, wo wir ein GCA vergeben. Mhm. Hat es aber meiner Meinung nach voll verdient. Also GCA für alle Nicht-Insider, Golden Coral Award von uns verliehen. Schon lange nicht mehr verliehen, aber heute ist mal wieder. Heute hat es einfach so gejuckt. Ja. Da musste man hinten mal auf die Lampe hauen. Also Glückwunsch, Thunse-Team. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Gerät, dann könnt ihr die natürlich gerne schreiben. Ansonsten, wenn ihr sie selbst jetzt habt, die gibt es ab sofort im Handel, könnt ihr uns mal schreiben, wie ihr sie findet. Das interessiert uns sehr, weil ja, es gibt doch sicherlich Leute, die sagen, ja, diese Länge, diese lange Bauform ist jetzt nicht so mein Typ. Ja. Gefällt mir jetzt nicht so, ist mir zu wuchtig oder so. Ist ja in Ordnung. Aber genau diese Meinung wollen wir gerne mal hören von euch. Wie findet ihr sie? Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen und schaut wieder rein, wenn es nächste Mal ein neues Video von Mehr Wasser Live TV gibt. Und teilt es euren Freunden. Wir sind raus. Mach's gut. Ciao. Ciao.